Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, wir haben hier, ja, früh am Morgen, ich wollte sagen, 5.48 Uhr, hier ist schon der Bär los irgendwie. Und wir geben mal Gas, wir haben ja hier gestern gehalten. Ich habe übrigens vorangegangenen Spielstand geladen, bin nochmal bis hierher gefahren, um meine versehentliche Schlafenspause rauszunehmen. So, wir sehen mal zu, dass wir mit den Gleisketten weiterkommen. Ach klar, dass du nicht wartest, hast ja auch Vorfahrt. Da sieht man eh nichts. Also rein. So, auf geht's. Ja genau, ich hätte es fast vergessen. Es hat mal wieder ein Update gegeben und das auf dem Sonntag. Wir sind jetzt in der Version 1.37.0.106. Ja, meine Rechnung dann mit dem Erscheinen der Finalen ist nicht so ganz aufgegangen, aber sie wird kommen und vom Gefühl her wird es nicht mehr lange dauern. Es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Jeden Tag werden kleinere Bugs behoben. Jessicat hatte neue Mods am Start. Das heißt, jetzt als letztes für den AI-Traffic, von daher könnte unser Feuerwehrauto-Geschichte sein. Wisst, welches meint das mit dem Texturfehler, ne? Aber wir sehen mal zu, dass wir hier Gummi geben. Ja, nach dieser Tour werde ich mal oder muss ich mal den Spielstand zurückstellen. Ich hatte gestern versucht, mit so einer virtuellen Spedition das hinzubringen. Es ist gründlich fehlgeschlagen. Viel zu viel Kontrolle und keine Ahnung, ich blick auch durch den Scheiß nicht durch. Von daher muss diese komische SDK-Anfrage da erstmal wieder raus aus dem Game. Da werde ich dann wohl Profile-Backup irgendwie machen. Da schauen wir mal. Ich finde, der verzerrt so ein bisschen. Kann das sein, oder? Es wird so ein bisschen unsauber, der Sound. Alles immer ein bisschen komisch. So, wir haben kurz vor 7:30. Um 8 Uhr muss ich anfangen zu arbeiten. Kein Thema. Alle hin war. Da war allerdings wieder so ein Feuerwehrauto, also ist der Fehler noch nicht behoben. Ja gut, wie was ich schon sagte, so mit einem oder zwei kann man leben. Ne? Alter, so richtig wach bin ich noch nicht. Ja, erstmal noch ein Käffchen kochen. Ich muss halt auch mal früher ins Bett oder so. Teufel. Genau, heute etwas früher als gewohnt. Däumchen werden Träumchen, aber noch viel schöner. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich dann ab und zu auch mal zugegen. Wer Bock auf Landwirtschaftssimulator 19 und RP hat, eventuell demnächst auch mal im ETS 2, das ist zumindest so die Planung, dass wir da, ja was heißt RP, wir werden Touren im Multiplayer zusammenfahren, wer den Euro Truck Simulator hat, gerne einmal auf dem Discord-Server von Chaos Farming, Discord, ja Discord oder Teamspeak ist eigentlich der meistverbreitetste, über den Teamspeak-Server melden bei Rainer oder Patrick. Fahr oder lass es du.
Haken. Und dann kommen wir da schon ins Geschäft, würde ich sagen. Ziel bei der ganzen Geschichte oder Sache bei der ganzen Geschichte ist natürlich nicht, dass wir ja, oder dass da nur Leute zusammenkommen, die zusammen auf einer Map zocken. Nee, es ist natürlich auch RP und das ist das Hauptsächliche, warum wir da reinkommen. Später ist es mit Storys spielen. Die Wochenmap ist halt nur da, um sich kennenzulernen und da in der Woche abzuzocken. Scheinen manche zu verwechseln. Siehst du dann einmal, zweites Mal nicht wieder, aber man hört dann sehr häufig schon an den Antworten, ja, ich komme dann morgen noch mal wieder. No interest. So. So, ab in den Tunnel. Ja, 4. Mai mittlerweile, Tag der Aufnahme. Alter, ist der Mai auch schon wieder 4 Tage platt, also unglaublich. Mal schnelle Aufträge gewählt, damit wir hier auch auf der Beta mal die ganzen LKW so durchchecken können. Hier haben wir jetzt einen MAN am Start. Wenn man bedenkt, dass das jetzt wirklich so die Standard-Map ist, ne? Die hat also sehr, sehr viel von der Pro-Mods abbekommen. So, wir kriegen ja, wenn wir rausfahren, genau. Ohne irgendwelche zusätzlichen Mods, ohne die Pro-Mods. Klar, die Map selber. Sag mal, bist du bekloppt oder was? Alter. Ja, du guckst schon, wo du hinfährst, oder? Ach, jetzt fährt er auch noch zurück, ey. Aber wie im realen Leben. Einfach drauf. Da wird nicht geguckt, da wird einfach drauf geballert. Mann, Mann, Mann.
her hier, du meine Fresse. Motorrad da vor mir, das hört sich etwas komisch an. Aber was ich schon gesagt habe, die Sounds greifen hier offensichtlich nicht. Da müssen die Modder, die dann diese Packages gemacht haben, dann nochmal ran. Aber wenigstens werfen die Mods auch keine Fehler aus. Und wenn die Motorräder erstmal wieder klingen, wie Motorräder klingen sollen. Alle schick. Das hört sich ein bisschen nach Auto an da vor mir. Ja Mensch, ich würde sagen, wir haben 11 Minuten 45. Wir werden bis zur Fähre fahren. Und dann lassen wir das für heute gut sein. Beziehungsweise wir werfen einen kurzen Blick auf die Map, wie weit wir es am anderen Ende noch haben. Sollte natürlich der Zielort direkt der Ort sein im Hafen, dann packe ich die 2 Minuten da oben drauf. Das ist jetzt nicht. Keine große Kunst jetzt und mal auf die Map gucken, wie das ausschaut. Wir würden jetzt mit der Fähre rüberfahren. Das geht relativ flott. Haben hier aber noch ein bisschen was vor uns. ...550 Kilometer sind es noch. Wir machen mal Folgendes. Wir fahren einfach mal rüber und dann gucken wir mal, wie weit das am anderen Ende noch sind. So aufbrechen. Dorsama. Und jetzt haben wir 91 Kilometer. Nee, das machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen früh wieder wie gewohnt. Eventuell wieder mit einer neuen Update-Version. Man muss gucken. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Und ich sage mal tschüss. Bis morgen früh. Macht's gut. Ciao, ciao.